Willkommen bei Let's Play Grandia. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen trainieren, aber irgendwie mögen mich die Monster nicht. Also habe ich keine gefunden. Also rocken wir es so durch. Na, bleib stehen, du Mistvieh. Ha, erwischt. Wieder mal Meeresgele. Aber ich glaube, ab dem nächsten Speicherpunkt resetten die ganzen Viecher wieder. Werden wir sehen. Ich muss nämlich unbedingt die nächste Zauberstufe erreichen. Oh, ich treffe alle drei. Ist das cool? Ich weiß, das war strange. Ignoriert es einfach. So, machen wir sie so platt. Und damit hat sich dieses schleimige Viehzeug schon erledigt. Oh, so viel XP. Kommt Zeit, kommt XP. I think. Ah, wenn ich da vorbeigehe, kommt das Vieh runter. Und wenn ich Pech habe, erwischt es mich. Haha, ich wusste es. Du kannst mich nicht austricksen, mein Freund. Aber vielleicht lernen wir Flammensäule auch im Bosskampf. Ja, ich weiß nicht. Genau, take this und stirb. Probieren wir es mal mathematisch. Weniger Käse bedeutet weniger Löcher. Mehr Käse bedeutet mehr Löcher. Aus 1 und 2 schließe ich, mehr Käse bedeutet weniger Käse. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, aber mir war irgendwie gerade danach. Okay. Weiter, 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 weiter. Gib mir den Trank-Trank. Wundsalbe. Und darin kriegen wir eine Sonnenbrille. Daran erinnere ich mich. Eine S-Brille. Ne, Piratenhut. Doch kein... Oh, jetzt habe ich gefailt. Ein Piratenhut war es. Okay. 2, 1, 3, 4. Kriegt sie die Sonnenbrille. Ach stimmt, die Schutzbrille gehörte Justin. Seufz. Schwert. Admiralsschwert war es, glaube ich. Eine neue Waffe für Justin. Mit extrem hohem Angriff. Was wollt ihr denn? Ammoniten. Wir birnen euch ein wenig den Anus weg. Ganz viel. Ich weiß, es klang sehr merkwürdig. Oh, schön. Aber irgendwie sieht der Feuerzauber ein bisschen jämmerlich aus. Mit zwei Angriffen sollte die Sache gegessen sein. Go, Fina! Go, Fina! Nochmal Feuer, 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 Feuer. Ha! Bye, bye. Ich mag Bye, bye. Pretty easy. Wir dich auch. 15 XP. Okay. Aber irgendwo habe ich ja noch Geld gesehen. Oder täusche ich mich da einfach nur? Ach doch, da. Wo war denn der letzte Ammonit? Oder gehörten die zusammen? Ach, die... Okay, die gehörten zusammen. Erstmal gucken. Zauber. Fina... 92 Erfahrung. Ab der nächsten Zauberstufe. Stufe 4 oder 5? Stufe 4. Oh, cool. Noch ein paar Mal Feuerchen und wir haben Flammensäule. Und dann können wir beruhigt dem Boss gegenübertreten. Ich bin nur am Überlegen, ob ich Fina jetzt nicht. Oh, 4 Stück. Sie sollte aber dann nochmal drankommen können.
Uhu. Oh, Flammensäule lernt. Das habe ich aber weggedrückt. Ach, egal. Wird schon. So, und Flammensäule zeige ich euch dann, wenn wir am Boss sind. Das müsste jetzt gleich sein. Lass zu in Ruhe, blödes Vieh. Ich kann euch sogar noch mal zu den Bosskämpfen sagen, von der Taktik her. Weil an die meisten erinnere ich mich sogar. Ich erinnere mich so ziemlich an alle, besonders an die ganz schweren. Die später kommen und mich jeden Nerv kosten, den ich überhaupt noch habe. Gut, heilen wir, speichern wir. Und dann geht's ab hier. Ich glaube, ich mache noch einen zweiten Spielstand. Ich glaube, das ist gar keine so doofe Idee, falls mal irgendwas nicht so laufen sollte, wie ich es eigentlich wollte. Okay. Vorsichtig. Ich habe ein ungutes Gefühl, als ob ein Raubtier auf Beutesuche ist. Ha? Huh? Aber Fina, das ist ein Geisterschiff. Wie sollte es seine Beute fangen? Justin, die Beute ist schon hier. Hä? Hier? Meinst du uns? Justin, sieh dich vorsichtig um, sonst könnte es tödlich sein. Sehr beruhigend, was Fina da vom Stapel lässt. Wir scheinen in der Kajüte des Kapitäns zu sein. Hm. Die Küstenlinien stimmen nicht ganz. Muss eine sehr alte Karte sein. Scheint es wohl. Wow, ein Schiff mit Ruderpinne sieht man heutzutage ziemlich selten. Ja, es ist wirklich ein Geisterschiff. Das müssen wir uns ansehen. Hey, was ist das? Sieht aus wie das Logbuch vom Schiff. Vielleicht finden wir im Logbuch des Rätsels Lösung. Lasst es uns mal lesen. Das Schiff war schließlich in den Armen der Bestie gefangen. Wir mussten halten. Wir mussten das verfluchte Monster töten oder die Reise ist beendet. Es endet hier. Monster, was könnte das bedeuten? Psst, ruhig. Hier ist irgendwas. Vorsicht. Vorsicht, das ist das Monster. Tintenfisch King. Bevor wir jetzt irgendetwas machen, weichen wir erstmal aus, weil auf einem Fleck stehen ist hier ultra gefährlich. Und zu nah am Boss stehen ist auch sehr gefährlich. So, aus. Nein, nicht auch. Ich bin blöd. Ich wollte eigentlich ausweichen. Irgendwo muss Justin hin ausweichen können. Na, gehen wir eins zurück. Genau deswegen weit wegstehen. Heuler. Sollte aber keinen treffen. Ich muss gucken, dass Huna ein bisschen weiter weg ist. Was hast du denn, Justin? Ah, Justin muss vorne hin. Zuerst die Arme töten. Ist wichtig. Su macht mal ausweichen. Vielleicht kann sie ja noch ein bisschen weiter weglaufen. Da vorne zu stehen, keine Ahnung. So, und jetzt kommt unsere Feuersäule. Die tut Autsch. Das ist schlecht. Ich habe ganz vergessen, dass der uns ansaugt. Ha. Das ist ein Stufe 2 Zauber. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir verschwinden. Und zwar ganz schnell. Das könnte knapp werden. Zu dahin. Lauf zu, lauf, 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 lauf. Mann, du blöde Sau. Haha. Fina weicht auch aus. Justin muss da stehen bleiben. B-Slash. Der könnte ziemlich gemein sein. B-Slash.
hat wehgetan. Und das ist der Grund, warum man nicht zusammenstehen sollte. Und irgendeiner von denen hatte... sollte eigentlich alle treffen. Einer von denen hatte einen Verbandskasten. Ich weiß aber nicht mal wer. Muhaha. Gegenstände, Verbandskasten. Ist keine so doofe Idee, glaube ich. Go, go. Alle heilen eins. Hör auf mich nachzu. Oh, oh, warum heilen wir uns nicht mal um 100? Genau. Ich hab... Seit wann kann er viel heilen? Machen wir erstmal den rechten Tentakel kaputt. Wenn ich da... Wenn ich da stehen bleibe, ist das... Scheiße. Was macht es? Heuler. Ja, das ist scheiße. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ganz weit weg. Das wird jetzt wahrscheinlich... Entweder nur Fina oder die anderen beiden treffen. Boah, wie es mich fertig macht hier. Für V-Slash habe ich auch keinen. Verdammt. Nein, 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 hör auf. Entweder ist das nur der linke Tentakel, der heilen kann. Rechte, der heilen kann. Ja. Der macht wieder Ansaugen. Da kann ich jetzt mal kurz drauf scheißen. Und Brenne raushauen. Wenn der Heilungstentakel mal platt ist, ist das nicht mehr so gefährlich hier. This'll teach you. Noch ein Lebenspunkt. Nein, 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 nein. Da ist mein erster Char schon mal am Arsch. Mann, langsam geht er mir auf den Sack. Hab ich das schon erwähnt? Macht es fertig jetzt. Los, Fina, Justin, ihr schafft das. Ich glaub an euch. Kommt. Kommt schon. Kommt schon. Oh, flame burn 'em. Puh. Müssten wir mittlerweile zu wiederholen, wenn sie nicht schon den Lebenstrank hatte. Was will das viel machen? Schockwelle. Laufen ist eine extrem gute Idee. Und dann werden wir mal gucken, ob wir... zu wiederholen können. Oder trifft sie doch? Nee, doch nicht. Ansaugen, ansaugen. Hat sie ein Leben? Sie hat einen Lebenstrank. Das ist gut. Er hat leider erst wieder 10. Machen wir den rechten Tentakel platt. Weil mit denen kann er auch diese Schockwelle. Steh auf, Sue. Langsam geht er mir echt auf den Keks. Ansaugen hast du schon gemacht, mein Freund. Können wir eigentlich nur noch draufholzen, hoffen, dass er stirbt. Und hat er mittlerweile... Nein, noch nicht. Aber ihr seht schon, die ersten beiden Bosse sind eigentlich Pipifax.
Weil jetzt der vierte Boss, der ist genauso ekelhaft. Der hat mich schon so oft gekillt. Go Fina, go Fina. Angreifen, ansaugen. Juckt mich kein Stückchen. Den platt machen. Das solltest du noch alleine schaffen. Ja. Er macht nichts, aber das ist schissen, so nah wieder aufeinander zu stehen. Deswegen ich mich jetzt verpiesel. Was macht er? An, ja. Das ist mir jetzt egal. Ich mach dich jetzt putzki. Ganz viel. Wir holzen einfach stumpf auf dich ein und hoffen, dass es funktioniert. Aber ihr habt gesehen, das Gefährliche an dem Vieh waren eigentlich die Arme. Macht da Heuler. Entweder dadurch... Ne, das ist ein Zauber, den kann man nur durch Spezialtechniken abbrechen. Und wenn wir Pech haben, überhaupt nicht beim Boss. Nein! Das heißt, fliehen! Ganz viel. Da kriege ich... Nein, vergiss es. Da trifft beide. Und es tut weh. Aber viel Leben hat er nimmer, das heißt, wir schaffen ihn gleich. ...65 live noch. Und er ist erledigt, der Tintenfisch-King. Und ich mag Gegner mit mehreren... ...Teilen, weil da kriegen wir richtig schön viel Kohle. Level up, bitte! So muss das laufen, ey. So und nicht anders. Also alle Männer auf diesem Schiff wurden von diesem Monster angegriffen? Zweifellos. Es muss das Schiff attackiert und die Menschen gejagt haben. Jesus, was war das? Guck mal, da ist ein Leck im Schiff. Oh nein, dieses Schiff sinkt. Justin, schnell, wir müssen weg. Wir sind verloren, wenn wir untergehen. Ist ja gut, immer mit der Ruhe, Fina. Es geht doch nur das Schiff unter. So, ich speichere mal. Und dann mache ich hier einen Schnitt und es geht dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin sage ich Adios, amigos.